Was war los in Palma, in der Hauptstadt von Mallorca? Was ist da los gewesen? Mit den Immobilienpreisen, ganz ehrlich, damit haben die wenigsten gerechnet. Mallorca, bienvenido en Mallorca. Hallo und herzlich willkommen hier auf meiner Trauminsel Mallorca. Die Osterferien in Deutschland sind gerade vorbei. Und wie ist es hier gewesen auf der Insel? Wie viele Touristen waren da? Was war los? Wie sieht es überhaupt aktuell aus? Wie sieht es mit den Immobilienpreisen aus? Das möchte ich euch heute sagen. Wir fangen, wie gesagt, gerade schon an mit den Touristen. Wie ist es gewesen? Normalerweise in den letzten Jahren vor Corona hatten wir es immer so gehabt. Corona-Zeit kann man ja schlecht mitrechnen. Letztes Jahr war es schon viel besser. Aber wir sagen mal, vor Corona gab es die Hauptsaison, sprich die 6 Wochen Sommerferien plus eine Woche vorher, plus eine Woche nachher. Weil manche Länder haben halt so ein bisschen Zeit versetzt, ihre Ferien gehabt. Und da kann man sagen, die Hauptsaison war hier 8-9 Wochen roundabout, war hier die Hauptsaison und das war dann ziemlich voll gewesen. Die Insel war gut besucht und dann gab es die 2 Nebensaison, einmal die Vorsaison mit den Osterferien und die Nachsaison mit den Herbstferien. Und die Vor- und die Nachsaison waren halt nicht so gut besucht wie die Hauptsaison. Es war gut besucht, aber natürlich nicht so voll wie in den Sommerferien. Wie sieht es aus 2023? Wie gesagt, gerade vorbei die Osterferien. Und was war los in Palma? Palma, die Hauptstadt von Mallorca. Rappelvoll, wie auf dem Oktoberfest. Man hat sich geschoben, man ist kaum in den Läden gekommen. Es war einfach zu voll. Es war jetzt so voll wie sonst immer in den Sommerferien und das hat es eigentlich noch nie gegeben, so viele Touristen jetzt schon im April. Und da will die aktuelle Regierung jetzt auch einen Riegel vorschieben. Sie hat gesagt, wir werden nur noch eine Genehmigung geben für maximal 3 Kreuzfahrtschiffe, die in Palma im Hafen anlegen können und ihre Touristen dann halt hier auf die Insel lassen dürfen. Vorher waren es 8 Kreuzfahrtschiffe und ich weiß nicht, wie viele Tausende Leute auf so ein Kreuzfahrtschiff passen, je nach Größe natürlich. Aber wenn man sich vorstellt, da kommen dann an einem Vormittag 10.000 Menschen von Kreuzfahrtschiffen und stürmen die Altstadt, man muss wirklich sagen, stürmen und überrennen die, dann ist das schon ziemlich krass. Und dazu kommen ja noch die normalen Touristen, die hier über auf der Insel verteilt sind, Palma besuchen wollen, die Leute, die hier leben, die hier einkaufen wollen. Also es war einfach absolut zu voll. Und da möchte die Regierung jetzt einen Riegel vorschieben. 3 Kreuzfahrtschiffe, sofort ein Genehmigungsstopp für neue Hotelbetten wird es auch nicht mehr geben, also auf absehbarer Zeit. Das heißt, neue Hotels dürfen nicht gebaut werden. Alte Hotels, die umgebaut werden, dürfen nach wie vor, dürfen aber keine neuen Betten dazu nehmen. Das heißt, wenn zum Beispiel vorher ein Hotel war, was 80 Betten hatte und man hat das Ganze so ein bisschen optimiert, anders strukturiert, dann hat man vielleicht 90 oder 100 Betten rausbekommen. Da gibt es heute keine Genehmigung mehr für, also wirklich Stopp. Des Weiteren sind sie jetzt gerade am Überlegen, wie sie die Anzahl der Landungen mit Flugzeugen hier auf der Insel auch drosseln können oder ein bisschen verringern können. Das ist jetzt im Gespräch, dass es zu den Sommerferien sein wird, weil man befürchtet einfach, wenn es jetzt schon so extrem voll war, wie sieht es dann erst in den Sommerferien aus? Dann geht ja hier gar nichts mehr. Zumal die Promenade in Palma, die an der Kathedrale vorbeigeht, Paseo de Maritimo, wird gerade komplett umgebaut, ist eigentlich in jeder Richtung nur noch einspurig. Dann fahren Baustellenfahrzeuge. Das heißt, aktuell haben wir jetzt sowieso immer riesen Stau rund um Palma. Viele nutzen dann halt nicht die Straße unten am Hafen, sondern die Autobahn außenrum. Und da ist es dann natürlich auch voll und Stau. Also es macht gerade jetzt schon keinen Spaß. Und wie gesagt, wie wird es erstmal sein? Ich fange schon an zu stottern, weil es ist einfach unfassbar. Wie wird es sein in den Sommerferien? Und von daher muss hier auch definitiv was passieren.
Wie sieht es aus mit den Preisen für die Touristen, für die Urlauber? Ja, also man kann jetzt schon ganz klar sagen, ich habe es vor Tage gelesen, vor 3-4 Tagen, die Preise sind dieses Jahr circa 30% höher als letztes Jahr. Und wenn wir jetzt vorstellen, eine dreiköpfige Familie hat vorher pro Person, also Mutter, Vater, Kind, hat 1.000 Euro pro Woche beispielsweise gezahlt und zahlt dann, hat vorher 3.000 Euro bezahlt, zahlt jetzt 3.900 Euro. Das ist schon eine Menge. Für den gleichen Urlaub, den man letztes Jahr gemacht hat, 900 Euro mehr. Plus die gestiegenen Lebensmittelkosten, die, ich glaube, fast überall auf der Welt sehr stark gestiegen sind, dann wird der Urlaub hier auf der Insel richtig teuer. Und da muss man sich darauf einstellen, dass das auch nicht weniger wird, sondern sowieso immer teurer wird. Und da sind wir eigentlich schon bei dem Thema Immobilienpreise. Wer hätte das gedacht? Die wenigsten, dass der Markt sich so schnell erholt. Der Markt ist nicht zusammengebrochen jetzt durch Corona, sondern die Preise sind in den letzten 10, 15 Jahren exorbitant gestiegen, sehr, sehr stark, stärker als ich gedacht habe. Und Ende des Jahres mache ich ja immer die Videos mit meine Prognose für das kommende Jahr, wie werden sich die Immobilienpreise entwickeln. Und ich habe jetzt auch im Dezember dann auch wieder richtig gelegen, dass ich glaube, oder ich habe gesagt, ich glaube, die Immobilienpreise werden wieder stark anziehen. Und man sieht es jetzt auch, die ziehen stark an. Das hat einfach zwei Gründe. Einmal, es ist eine extrem große Nachfrage an Käufern, die gerne was kaufen wollen. Und darunter sind nicht nur, ich sag jetzt mal, gut verdienende Leute, die sich hier eine Urlaubsresidenz nehmen wollen, ein kleines Apartment, Wohnung, vielleicht auch eine kleine Finca. Nein, es sind extrem wohlhabende Leute, viele Unternehmer, viele prominente Menschen, Hollywood-Stars, wie jetzt zum Schluss oder vor kurzem Nicole Kidman hat hier was gekauft. Oliver Kahn hat sich in Zornwieder eine schöne Villa gekauft. Cristiano Ronaldo, der schon seit Jahren hier auf der Insel Urlaub macht, sucht jetzt auch was Festes, wo er dauerhaft sein kann, beziehungsweise sein Urlaubsresidenz dauerhaft hat. Also es kommen auch Hollywood-Stars nach hier. Also es kommt immer mehr Geld auf die Insel. Und das, was ich vor über 10 Jahren in meinen ersten Immobilienvideos schon gesagt habe, dass Mallorca eine reine Luxusinsel wird, wie die komplette Côte d'Azur, Saint-Tropez, Monaco, das bestätigt sich immer mehr und es wird halt immer teurer. Die Immobilienpreise steigen, weil, wie gesagt, sehr große Nachfrage ist und die aktuelle Regierung, die Linksregierung, die macht natürlich, tut sein Übriges, indem die jetzt nicht mehr viele Baugenehmigungen rausgibt, Baustopps, es gibt Abrissverfügungen für illegale Bauten oder Anbauten, also die machen ganz, ganz viel. Das ist für Makler, für Bauunternehmer, Architekten, Projektentwickler ist das natürlich schlecht, weil die dann in Zukunft, ich will nicht sagen weniger Arbeit haben, aber dieser Bauboom, wird jetzt ausgebaut. Dieser Bauboom, die Bausünden der 70er und 80er Jahre, wird jetzt runtergefahren. Für die ist es schlecht, aber ich sage jetzt mal, für die Insel, für die Natur ist es gut, dass ja, also Baustopps gibt oder keine neuen Genehmigungen mehr gibt. Also der Insel tut das gut. Weil wenn wir mal gucken, nicht weit von hier, Porta Andratx, ganz schöne Felsen, da stehen Gott sei Dank keine großen Hotelburgen, aber die Felsen sind komplett zugebaut mit Villen. Das sieht einfach dann nicht mehr schön aus. Ja? Auch wenn es einzelne schöne Luxusvillen sind, jedes Gebäude für sich schön ist. Aber wenn man den Berg schon nicht mehr sieht, sondern nur noch Villen, das ist wirklich nicht mehr schön. Ja? Also die Nachfrage ist groß, das Angebot wird immer kleiner und deswegen werden die Preise steigen. Und ich bin davon überzeugt, da könnt ihr mich heute jetzt drauf festnageln, wenn wir jetzt 10 Jahre in die Zukunft schauen, in das Jahr 2033 und blicken, wenn wir im Jahr 2033 sind und blicken dann zurück auf das heutige Jahr 2023, dann lachen wir uns kaputt, wie günstig die Immobilienpreise hier auf der Insel waren. Da sagt man sich, hätten wir mal im Jahr 2023 irgendwas gekauft und dann 2033 verkauft, dann hätten wir richtig guten Gewinn gemacht, eine super Rendite entwickelt oder erwirtschaftet. Das glaube ich ganz, ganz fest. Also jetzt ist es für viele schon sehr, sehr teuer, aber
glaub mir, man sieht es in Dubai, man sieht es in Monaco, gerade an diesen Hotspots, man kann es da wirklich vergleichen. Wenn man denkt, es kann nicht teurer werden, aber wenn die Nachfrage da ist und das Angebot nicht da ist, dann steigen die Preise exorbitant. Ja? Also so viel zu diesem Thema. Wie gesagt, am 28. Mai sind Parlamentswahlen. Da könnte es sein, dass es hier auf der einen Regierungswechsel gibt, vielleicht aber auch nicht. Aber ich glaube, selbst wenn es einen Regierungswechsel gibt, wo dann vielleicht die Konservativen wieder rankommen, könnte es sein, dass sie natürlich einiges lockern. Aber ich glaube, die werden viel übernehmen, weil, wie gesagt, auch wenn es schärfer Gesetze waren und viele Sachen jetzt, wie gesagt, für Käufer, für Projektentwickler, für Bauunternehmer nicht gut sind, es tut der Insel einfach gut. Und das werden auch die Konservativen einsehen und deswegen, es wird immer schicker werden, wenn wir jetzt als kleines Beispiel nochmal Arenal nehmen, da sind fast in den letzten 2 Jahren fast alle Straßen, die nicht mehr ordentlich waren, komplett neu geteert worden. Es sind neue Laternen aufgestellt worden. Es werden viele Fünf-Sterne-Hotels oder Hotels in Fünf-Sterne-Hotels umgewandelt. Also es passiert dort eine ganze Menge. Die Insel wird sauberer. Diesen Sauftourismus möchte man nicht haben. Aber das habe ich schon oft erzählt. Also es passiert eine ganze Menge. Und wie gesagt, die Linksregierung aktuell tut sie ja noch ganz viel dafür. Sie hat Ende des Jahres geplant, dass es keine NIE-Nummern mehr an Ausländern rausgegeben wird. Die NIE-Nummer ist die sogenannte Steuernummer. Die braucht man, wenn man was kaufen will, wenn man es mieten will oder wenn man hier arbeiten will. Und dann hat man gesagt, nein, es wird ab Januar keine mehr geben. Damit sind sie nicht durchgekommen mit diesem Gesetzesentwurf. Jetzt ist ein neuer Gesetzesentwurf raus. Der soll beinhalten, dass es keine neuen Baugenehmigungen für die nächsten 24 Monate mehr geben wird. Das heißt, alle Baugenehmigungen, die es jetzt, Bauanträge, gibt es einen Stopp. Und da wird in den nächsten 2 Jahren nichts mehr passieren. Das wäre natürlich, wie gesagt, für Bauunternehmer etc. und Bauherren eine Katastrophe. Aber sie machen halt viel und wie gesagt, für die Insel ist es eigentlich gut. Wenn Fragen sind, schreibt es unter die Kommentare. Like dieses Video, würde mir viel bedeuten. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und unter dem Video, wie gesagt, schreibt in die Kommentare rein, ob euch das Video gefallen hat, was für Themen ihr über Mallorca wissen wollt, was genau, was interessiert euch. Dann mache ich da wieder ein Video drüber und kann euch informieren. Ansonsten kontaktiert mich gerne persönlich, besucht mich persönlich hier auf meiner Trauminsel Mallorca. Und ich freue mich, euch dann hier persönlich zu sehen. Ganz, ganz liebe Grüße, ihr, euer Dieter Jürgen.